Ja, guten Abend. Herzlich willkommen wieder zurück hier bei mir im Homecockpit eines Airbus A320 und zu einem neuen Video, getreu nach dem Motto As Real As It Gets. Wieder ein kleines Stückchen näher an die Realität. Ich will euch auch kurz eine kleine Herleitung geben, wie ich zu dieser Überlegung von diesem Feature wohl gekommen bin. Und zwar, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn euch dieses Thema Fliegerei, Airbus und natürlich auch Flugsimulation fasziniert im wirklichen Leben. Wenn ich zum Beispiel im Flieger im Urlaub sitze und fliege im Airbus, dann geht es mir zumindest so, dass ich im Gedanken eigentlich auch vorne im Cockpit bin und versuche gerade so dabei zu sein, wie denn die beiden Damen oder Herren oder im Mix vorne gerade den Airbus bedienen, und erwische mich selber dabei, dass ich die Prozeduren quasi mitdenke und mitlese, und das ist mir auch schon mal ein bisschen unangenehm in Anführungsstrichen als aufgefallen, als meine Frau mich so antippte und meinte, mit wem sprichst du da eigentlich, und in Gedanken war ich dann beim Flight Control Check oder beim kurz nach dem Start abheben, habe ich dann irgendwie gemurmelt, so Positive Rate, Gear Up, ja, also positive Steigrate, Fahrwerk einfahren, alles so Sätze, die vorne fallen, und ernte dann immer so ein Kopfschütteln nach dem Motto, ne, du bist ja nicht, wisst, was ich meine. Und irgendwann auf Reiseflughöhe kam dann die Durchsage vom Kapitän über die aktuelle Wetterlage und wie lange die Reisezeit denn noch ist und wo wir uns gerade befinden, das Übliche. Und in dem Moment habe ich überlegt, Moment, wie funktioniert das eigentlich? Wie macht der das und was braucht man dafür, damit ich das in meinem Cockpit auch einbauen kann? Und habe das dann quasi wieder zu Hause recherchiert und habe natürlich auch im Simulator-Umkreis, wo ja auch durchaus echte Piloten unterwegs sind, gefragt, wie sowas aussieht, wo denn dieses Gerät, wo man dann reinspricht, etwa sitzt, und habe dann überlegt, wie ich das bei mir im Airbus einbauen kann. Und das soll hier heute der Beitrag sein, damit ihr vielleicht auch eine Anregung bekommt, wie ihr das bei euch realisieren wollt. Ich hatte mir überlegt, ich will das nicht nur als reines Dummy einbauen, sondern es sollte dann auch schon wie in echt auch funktionieren. Das heißt, wenn ich denn der Auffassung bin, ich müsste jetzt eine Kabinendurchsage machen, dann muss das auch hörbar sein. Das war zumindest mein Anspruch, und deswegen As Real As It Gets. Dazu habe ich mir folgenden Hörer besorgt. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Der schien mir am nächsten an dem dran zu kommen, wie es im Original aussieht. Das ist ein Hörer, der kommt aus dem BOS-Bereich, also aus dem behördlichen Bereich, Polizei, Feuerwehr, die solche Hörer zum Beispiel vorne auf dem Armaturenbrett im Fahrzeug haben und darüber dann halt ihren Sprechfunk realisieren. Das finde ich passte ganz gut. Zum einen war der recht schlicht gehalten in Schwarz, und der Hörer klickt auch hier ein, das heißt, der bleibt auch hier in dieser Halterung hängen. Und ganz wichtiges Feature, natürlich hier die Push-to-Talk-Taste. Das heißt, immer dann, wenn ich sprechen will, muss ich diese Taste vorher drücken. Erst dann wird die Stimme übertragen. Und das schien mir eigentlich genau passend. Auch von der Größe her passt das sehr gut. Und ist so preislich zu bekommen, je nach Zustand und nach Ausstattung, zwischen 30 und 50 Euro etwa. Ich habe jetzt wirklich eins genommen, was auch keinerlei Elektronik mehr eingebaut hat. Es gibt diese Versionen auch noch mit Lautsprecher eingebaut und Elektronik eingebaut und Kabel separat, also dieses Spiralkabel, oder eben schon hier reingeführt. Das könnt ihr es eigentlich so schlicht wie möglich halten, weil ich zeige euch gleich, wie ich das dann umgebaut habe, um es dann halt hier einzubinden, weil ihr braucht wirklich nur das reine Mikrofon. Also hier unten wird reingesprochen, oben hört der Pilot natürlich nicht, was jetzt zum Beispiel in der Kabine dann dafür als Antwort kommt, wenn er eine Durchsage macht, sondern es ist wirklich nur hier unten das Mikrofon, wo reingesprochen wird. Insofern braucht man da auch die ganze eventuell vom Original schon vorhandene Technik gar nicht erst zu kaufen oder zu bezahlen, weil man braucht sie eh nicht. Ihr findet so eine Hörerhalterung-Kombination
unter der Bezeichnung FUG, also FUG 7 zum Beispiel oder FUNK 75, FUG 8, also FUG 8. Müsst ihr mal googeln, dann kommt ihr automatisch auf entsprechende Bilder und auch auf Händler, die sowas zu, das wurde als Gebrauch zum Beispiel angeboten, die sowas zu wirklich sehr günstigen Konditionen anbieten, wie gesagt 30 bis 50 Euro findet ihr sowas ohne weiteres in den üblichen Kleinanzeigenportalen. Ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rüber in die Werkstatt, dann mache ich mal eine Nahaufnahme hier vorne, dann gucken wir mal, wie das drinnen aussieht und wie ich das umgebaut habe und um das nachher hier einzubinden. Wir gehen mal rüber. So, da sind wir wieder nebenan, hier in der Werkstatt. Wie immer bei solchen Videos, die etwas ins Detail gehen, geht es wieder direkt hier auf den Servicetechnik-Tisch und wir schauen uns mal die Hörerauflagenkombination ein bisschen genauer an. Dieses Modell, was ich jetzt hier besorgt habe, hatte noch so einen Stecker hier dran. Das sind Steckernormen, die so im, ja, ich glaube eher so im, im NATO-Bereich eingesetzt werden. Ich glaube, das sind 10 Pole. Wir brauchen wir natürlich nicht ansatzweise. Und da jetzt auch das passende Gegenstück zu finden, um vielleicht mit einer Buchse im Center Pedestal zu arbeiten, das habe ich mir dann gespart und habe jetzt erstmal für den nächsten Schritt hier den Stecker soweit abmontiert und den legen wir mal zur Seite. Ja, so sieht es im Prinzip hier aus. Das Schöne ist halt, dass er hier so eingeklickt werden kann und ist dann auch recht stabil. Und bleibt in der Halterung drin. Das war eigentlich mit einer der Gründe, warum ich mich für so einen Hörer entschieden habe. Und natürlich hier die PTT Push-to-Talk-Taste. Ja, schauen wir es mal auf. Gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Ist nicht mehr original, weil ich das Mikrofon schon ausgetauscht habe. Und ich zeige euch auch gleich, warum. Dann wird es deutlich, wer die anderen Videos von mir gesehen hat, wird Parallelen erkennen, was das Thema Mikrofon angeht. Ich habe ja ein Video gemacht, schaut gerne mal rein. Da geht es um das Startmikrofon, was der Captain und der First Officer auf seiner Seite hat, wo er parallel zum Headset eben auch Sprechfunk betreiben kann. Und da hatte ich die gleiche Herausforderung. Insofern gucken wir hier mal rein. Ja, was wird schon deutlich hier? Das sieht anders aus als das. Und zwar ist das das Mikrofon, was vorher drin war. Das hat eine Impedanz, also einen Wechselstromwiderstand, wenn man so will, von 240 Ohm. Und bei den ersten Gehversuchen, direkt dieses Mikrofon direkt an die Soundkarte, an die Mikrofon, also Line-In-Soundkarte angeschlossen, funktionierte das. Die Widersprachqualität war auch sehr gut, wirkt auch direkt so ein bisschen gequetscht, quäkig, wie das häufig vom Captain rüberkommt in der Durchsage. Und deswegen war ich sehr optimistisch und gleichzeitig auch ein bisschen verwundert, dass das dann doch funktioniert mit dieser doch relativ hohen Impedanz. Wurde aber dann beim Einschleifen eines Besseren belehrt, nämlich als ich das Spiralkabel hier dann genommen habe, habe dann hier das Mikrofon angeschlossen, bin dann hier auf die Soundkarte gegangen. Dann hatte ich auf einmal ganz merkwürdige Effekte. Es war kein stabiler Betrieb mehr hinzubekommen. Ich habe dann einfach vermutet, dass der Weg zur Soundkarte dann durch dieses Spiralkabel und die Verkabelung einfach zu lang ist. Und ich habe dann letzten Endes mich doch entschieden, dieses Mikrofon hier auszubauen und durch ein Elektretmikrofon zu ersetzen. Ich habe also hier ein bisschen Schaumstoff reingelegt und das Elektretmikrofon hier unten angelötet, anstatt dieses dynamischen Mikrofons. Jetzt sieht das hier ein bisschen vielleicht konfus aus. Noch zur Entschuldigung, hier die Knete, die kommt nicht von mir, die war vorher drin, wahrscheinlich einfach um die Kabel zu beruhigen, dass sie nicht hin und her klappern. Die Beschaltung sieht so aus. Ich habe das mal zeichnerisch versucht ein bisschen darzustellen. Im ursprünglichen Zustand führen 6 Adern nach draußen, also zum Stecker hin. Wir haben einmal für den Lautsprecher, das ist der hier oben. Den brauchen wir natürlich nicht, weil sag ich mal, in der Durchsagefunktion spricht man wirklich oder spricht der Captain
oder Co-Pilot, je nachdem, wirklich nur hier unten rein. Hier oben wird nichts ausgegeben, ist also wirklich eine reine Mikrofonfunktion. Deswegen können wir das eigentlich nicht berücksichtigen. Ich habe es einfach mal hier mit aufgeführt. Der Lautsprecher hat in diesem Fall, also bei diesem Modell, grün und gelb als Ausgang hier an dem Kabel. Das Mikrofon, braun und weiß, sind hier drauf. Und die PTT-Funktion, also die Push-to-Talk-Taste, hat grau und rosa. Ich habe hier oben nochmal rot und schwarz mit aufgeführt. Das ist allerdings innerhalb des Hörers. Das seht ihr hier oben. Das sind die Kontakte, die von diesem Tastschalter hier aufgesteckt sind, rot und schwarz. Und deswegen habe ich sie hier mal mit aufgeführt. So, man baut das jetzt eigentlich relativ simpel um. Den Zettel lege ich weg, nehmen wir mal den anderen dazu. Das sieht dann im Wesentlichen so aus. Wir haben hier wieder das weiße Kabel. Dann geht das hier auf so eine Steckverbindung. Diese Steckverbindungen sind die, die man hier so jeweils drin sieht. Das ist eigentlich nur eine Steckverbindung. Das ist das weiße Kabel, das Spiralkabel. Was ankommt, geht dann direkt aufs Mikrofon. Der andere Pol vom Mikrofon geht hier wieder auf so eine Steckverbindung, geht weiter auf das rosane Kabel, was hier drin ist, geht wieder auf die Steckverbindung. Dann kommt das eben beschriebene rote Kabel. Dann kommt hier ja die Push-to-Talk-Funktion, das heißt, beim Drücken wird dieser Kontakt geschlossen, geht auf das schwarze Kabel, wieder hier in die Steckverbindung und braun raus. Also wir brauchen tatsächlich anstatt der eben beschriebenen 6 Pole wirklich nur noch 2, weil wir brauchen nur das Mikrofon und dieses Mikrofon, was an die Soundkarte angeschlossen wird, ist in der Regel nur zweipolig. Also durch Schließen der PTT schließt sich der Stromkreis und das Mikrofon wird durchgeschleift quasi und angeschlossen an den Line-In-Ausgang. Wir können das hier nochmal rausnehmen. Ich hatte hier ja schon gesagt, dass das nicht mehr original ist. Ich habe einfach hier so ein Schaumstoff-ähnliches genommen, damit das Elektretmikrofon dann nicht so rumrappelt. Und habe dann das rausgenommen. Das ist auch abziehbar über so Steckverbindungen. Und habe dann nicht die Steckverbindung übernommen, sondern habe dann quasi hier einfach parallel aufgesteckt, aufgelötet und das mit möglichst kurzen Anschlüssen einfach dann hier reingelegt und dann sieht das so aus. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ich hatte noch überlegt, hier oben auch die Hörerkapsel rauszunehmen. Dann wird der Hörer insgesamt noch leichter, aber ich fand, dann ist es schon wieder zu leicht. Ein bisschen Haptik kann ja auch nicht schaden. Und deswegen habe ich es oben drin gelassen. Ja, dann wird das Ganze wieder zugeschraubt und dann ist das schon erledigt. Diese Halterung kommt dann nachher am Center Pedestal so davor. Und ich werde das Kabel hier unten einführen. So zumindest der jetzige Plan. Und dann hier einfach verlängern. Die beiden Pole, die ich eben beschrieben habe. Und dann wird das so angeschraubt. Und dann hängt dann nachher der Hörer so am Center Pedestal dran. Gut, dann werde ich das mal soweit komplettieren hier und fertig machen. Und dann gehen wir mal wieder rüber ins Cockpit, gucken uns das an, wie ich es da verschraubt habe. Und ja, machen natürlich auch den Audiotest. Also dann gehen wir eben rüber. Nee, stopp, doch noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe ja noch ganz vergessen, wie ich das mit der Anschaltung an der Soundkarte hier realisiert habe. Ich halte es noch ein bisschen in die Kamera. Also hier unten, wie ihr seht, ist das weißbraune Kabel, was vom Hörer kommt. Quasi die beiden Pole vom Mikrofon. Und die habe ich jetzt einfach ein bisschen verlängert durch so Standard rot-schwarze Blitze, weil die sonst sehr, sehr dünn und filigran sind. Und habe die hier nochmal mit so einem Kabelbinder quasi zugentlastet und bin dann hier auf einer Cinch-Buchse gegangen. Ne? Eine klassische Audio-Cinch-Buchse. Ja, von da aus gehe ich dann mit so einem Cinch-Kabel
wer das aus dem Audiobereich kennt, davon habe ich irgendwie gefühlt eine ganze Wühlkiste voll, irgendwie über Jahre angesammelt aus unterschiedlichen Audioanwendungen. Und dann stecke ich hier rein und dann geht es vorne bis zur Soundkarte und da adaptiere ich dann Cinch auf 3,5 mm Klinke und das geht dann auf Line In. Genau, ich habe das deswegen steckbar gemacht, weil wenn man hier mal bei muss, dann kann man das abziehen und ich kann nachher diese ganze Sprechgarnitur abmontieren. Hier unten habe ich es mir jetzt ganz einfach gemacht und habe diese Metallspirale, Zugentlastung, wie auch immer, Knickschutz einfach übernommen aus diesem eingangs beschriebenen dicken Stecker und habe hier das Kabel einfach auch nochmal zugentlastet. Ja, und dann passt das eigentlich sehr schön hier drauf. Ja, schraub das dann fest hier. Und dann sieht das hier unten so aus. Ich finde, das ist eine gute Idee. Auf der Rückseite habe ich dann halt den Audioanschluss und wenn ich das dann nachher so vor Center Bedestel schraube, kommt da ein kleines Loch rein und von da geht es dann weiter mit den Cinch-Kabeln zur Soundkarte. Genau, das wollte ich euch noch gezeigt haben. So, aber jetzt geht's rüber zum Cockpit und wir gucken uns das an, wenn es montiert ist. So, da sind wir jetzt mal zurück und ich glaube, das ist die bisher niedrigste Aufnahme, die ich aus dem Cockpit gemacht habe. Wir sind jetzt quasi genau vom Center Pedestal hier vor Kopf, wo die Hörergarnitur montiert werden soll. Man sieht ja auch schon, dass ich schon mal Löcher vorgebohrt habe. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie ich das jetzt hier montiere. Dazu müssen wir die Schalen hier wieder aufmachen. Sonst können wir ja die untere Hälfte nicht verschrauben. So, ne? Also hier seht ihr nochmal das eigentliche Unterteil und hier die Cinch-Buchse, die ich dann nachher an die Soundkarte anschließen werde. Und deswegen habe ich einfach jetzt hier nur ein Loch gebohrt durch das Center Pedestal durch. Das ist bei mir 12 mm MDF, also mitteldichte Faserplatte oder Holz am Ende. Und dann stecke ich das hier durch, kommt das nach innen raus, zeige ich euch auch. Und dann wird das hier 1-2 an drei Punkten fixiert. Das schrauben wir hier mal fest. Das ist mit den Schrauben auch unkritisch, weil das muss ja am Ende nicht großartig irgendwelche Kräfte halten, aber zumindest so fest, dass es nicht beim Einklinken des Hörers irgendwie gleich wieder abfällt. Also vorbohren, etwas kleiner und dann einfach mit so den spackähnlichen Schrauben, Holzschrauben dann fixieren. Na, fest kommt ab, ne? Und das ist ja auch Kunststoff, also das bricht dann auch schnell, wenn man es dann zu sehr anzieht. Das passt schon. Ne? So. Also das war's schon. Ja, jetzt kommt die Schale wieder drauf. Das ist wieder Schlitz, der andere Schraubendreher. Irgendwann habe ich mal gelernt, man soll auch immer diagonal die Schrauben anziehen. Machen wir dann natürlich auch hier. So, und warum das eigentlich von der Position nicht dem Original entspricht, sage ich euch gleich, wenn ich fertig verschraubt habe und auch der Hörer da vorne vorsitzt. So, jetzt nochmal das finale Bild. Oder? Mega, oder? Fliegt sich bestimmt direkt gleich ein bisschen besser der aus. Nein, also Spaß beiseite. Im Original, habe ich mir sagen lassen, danke für die Info, liegt
ist dieser Hörer eigentlich so an dieser Position, etwa 10, 15 cm weiter nach links, weil auch im Original hier nicht vorhanden, hier der manuelle Fahrwerkshebel sitzt. Wenn das Fahrwerk mal nicht automatisch ausfährt, gibt es ja hier noch so einen Emergency-Fahrwerkshebel und der sitzt hier genau hier. Insofern ist der Hörer im Original nicht hier, sondern weiter links daneben. Ich habe das jetzt mal nicht gemacht, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn man dann so ins Cockpit reingeht und der Hörer sitzt irgendwie links, das sieht irgendwie nicht symmetrisch aus. Und deswegen habe ich ihn links nicht links montiert, sondern genau mittig. Ja, also das sieht doch ganz gut aus und dann gucken wir jetzt mal oben rein und schließen die Soundkarte mal eben an. So, jetzt gucken wir oben in das Lauerpedestal rein. Ich habe die Abdeckung hier mal abgenommen. Ihr seht hier auch den Drucker. Da habe ich ein separates Video zu gemacht, falls ihr euch jetzt hier wundert, was das denn für ein Gerät ist. Gibt es ein separates Video früher, eine ganz feine Sache, aber das ist hier nicht Thema. Hier unten könnt ihr jetzt sehen, da guckt der Anschluss von dem Hörer raus. Und hier habe ich noch einen USB-Hub. Im Center-Pedestal, beziehungsweise das sind eigentlich zwei, das andere sieht man nicht, das ist Nummer zwei, das andere ist weiter vorne. Einen zweiten USB-Hub, das sind auch noch zwei Steckplätze frei, Gott sei Dank. Und da kommt dann gleich die Soundkarte dran. So, das ist jetzt hier meine Verbindung, meine Adaption von dem Kabel. Hier gehen wir ganz normal mit diesem Zinnstecker jetzt hier auf die Zinsbuchse. Und dann habe ich hier so einen Adapter genommen von Cinch auf 3,5 mm. In diesem Fall Mono. Das reicht auch fürs Mikrofon. Genau. Und dann ist das die Soundkarte. Das ist eine ganz normale Soundblaster-Soundkarte mit einmal Lautsprecherausgang, also USB-Soundkarte, Lautsprecherausgang und Mikrofoneingang. Ich hatte erst eine ganz billige aus einem ganz bekannten großen Bestellportal. Die habe ich aber wieder zurückgeschickt, weil die hat keinerlei Reaktion gezeigt beim Einstecken und der Rechner und mehrere Rechner haben die auch gar nicht erkannt. Also das war ganz merkwürdig. Insofern habe ich jetzt dann doch wieder auf eine bewährte Soundblaster zurückgegriffen und die wird auch erkannt. Genau, also dann ist hier der Mikrofoneingang. Da stecken wir dann das Mikro drauf und dann geht es hier auf USB-Eingang und damit ist das an dieser Stelle erledigt und ja, dann gucken wir mal in die Windows Sound Einstellungen, wie ich das da dann gelöst habe. So, ich habe einfach mal die Windows Sound Einstellung hier auf meine Projektionsleinwand nach vorne eingestellt, dann können wir das, glaube ich, gemeinsam hier am besten einmal betrachten. Also das sind die System-Sound-Einstellungen, wie ihr das seht. Hier im Moment auf dem Reiter oben Aufnahme und wie ihr schon erkennen könnt, habe ich die einzelnen Wiedergabe, also Lautsprecher-Devices hier auch umbenannt. Das empfehle ich euch, das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Hörer hier zu tun, sondern generell im Home-Cockpit-Setup. Ich selber habe ja inklusive der Headset, glaube ich, irgendwie 7 Soundkarten. Ich kann euch einfach nur empfehlen, die umzubenennen von der Bezeichnung. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier oben das Headset Captain Side. Dann gibt es hier die Soundkarte, die die Output-Sounds für Avionic Sounds macht. Das ist also im Wesentlichen die G-Hill-Software. Dann habe ich oben den Lautsprecher-Ausgang für Cabin Sounds. Den brauchen wir auch gleich. Diese Lautsprecher stehen abseits gewandt oben auf dem Cockpit Shell und strahlen quasi nach hinten und dort werden die ganzen Kabinendurchsagen gemacht. Ich nutze da die Software SimSounds, könnte mal im Internet googeln. Neben den Durchsagen für die Kabine kann man dort auch verschiedene andere Sounds je nach Flugsituation automatisiert einstellen und wiedergeben lassen. Und auf diesen Lautsprechern, da gebe ich gleich auch mit meine Durchsagen mit aus. Das wollte ich euch mal zeigen. Genau, hier weiter, ne? Headset First Officer, da gibt es ein paar, die nicht belegt sind. Das oben ist der Beamer, der ist natürlich jetzt soundmäßig nicht angeschlossen. Main Sound Airbus, das sind die Haupt
Ausgabe Lautsprecher vorne links und vorne rechts hier im Cockpitraum für die Triebwerkssounds. Dann gibt es noch das ATC Loudspeaker Panel, das sind die Lautsprecher vorne, Main Instrument Panel links und rechts. Und Cable A und Cable B sind virtuelle Audio-Cable, die ich brauche für das Intercom, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. So, wir gehen aber auf das Thema Aufnahme, weil wir haben hier ein Mikrofon, was wir einkoppeln wollen. Und hier seht ihr, habe ich diese Soundblaster Play 3 Karte schon umbenannt in Mikrofon, Hörer, Cabin, Announcement. Damit ich auch genau weiß, welches Device ich gerade verwende. So, wenn wir jetzt dann mal, ich nehme mal den Hörer in die Hand und würde jetzt hier mal reinsprechen. Und dann seht ihr auch schon rechts das, den entsprechenden Output-Pegel. Und ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich mache es gleich noch mal ein bisschen lauter. Dort war jetzt auch schon meine Durchsage auf den Lautsprechern zu hören. Wie habe ich das gemacht? Zeige ich euch. Ich gehe hier auf die rechte Maustaste, sage Eigenschaften. Hier kann man übrigens auch an dieser Stelle die Lautsprecher oder auch Mikrofon-Devices umbenennen, kann denen auch noch ein anderes Symbol zuteilen. Und jetzt gehen wir, um die Wiedergabe dieses Mikrofons auf einem bestimmten Lautsprecher zu realisieren, auf den Punkt Abhören. Und dann wird hier das Häkchen gesetzt, dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden, ein Häkchen setzen. Und hier könnt ihr auswählen, auf welchen Lautsprechern soll denn das, was ich da ins Mikrofon quatsche, wiedergegeben werden. So, und hier seht ihr, habe ich natürlich ganz viele, die habe ich euch eben gezeigt. Und hier gibt es eben auch den Lautsprecher Cabin Sounds. So. Das macht man dann auf Übernehmen und OK. Und ab sofort wird dann alles das, was ich da in das Mikrofon reinquatsche, auf diesen Lautsprecher-Output wiedergeben. Ich könnte natürlich auch jeden anderen nehmen, wie gerade eben erwähnt, was weiß ich, Main-Triebwerk-Sounds oder sonst was. Macht aber gar keinen Sinn, weil es soll ja auch ein bisschen gefühlt von hinter einem wiedergegeben werden. Und deswegen habe ich die Lautsprecher genommen, wo auch sonst die Kabinendurchsagen drüber laufen. So, und wenn man dann das so einstellt und quatscht hier rein. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Dies ist ein Test. Guten Tag. Na, hört man also, dass die Durchsage oben auf den Lautsprechern rauskommt. Und damit ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich könnte mir ja jetzt ein bisschen übertrieben sogar noch vorstellen, dass man diesen Lautsprecher vielleicht auch im Nebenraum macht, dass es einfach räumlich noch ein bisschen entkoppelter ist. Aber naja, bleiben wir mal ein bisschen auf dem Teppich. Diese Durchsagen mache ich ja eigentlich nicht, wenn ich hier alleine im Cockpit bin, sondern wenn man vielleicht mal Gäste hat oder auch mal jüngere Gäste, die finden das ganz cool, wenn man da zum Beispiel mal reinquatschen kann und die Durchsagen dann hinten quasi in der virtuellen Kabine dann zu hören sind. Also nettes Feature, wie ich finde, relativ einfach zu lösen und hier über diese Soundeinstellung auch ja, gut und stabil zu realisieren. Ja, guten Abend, liebe HomeCockpit-User, liebe YouTuber und Freunde meines Kanals. Vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zum Bau dieser Sprechgarnitur zur Kabinendurchsage, sei es optisch, um das Center-Pedestal ein bisschen aufzuwerten oder eben, um auch, wie ich jetzt gerade demonstriere, vielleicht als Gimmick oder in der Realität ein Stückchen näher zu kommen, wieder einfach eine Durchsage an die Passagiere zu machen. Also ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Daumen hoch wäre klasse und natürlich immer auch ein Abo auf meinem Kanal. Dankeschön.